Wieland Anlagentechnik GmbH ist in Neu-Ulm angesiedelt. Wir wurden 2008 von der Wieland Werke AG gegründet, als 100%iges Tochterunternehmen. Am Beginn einer Anfrage nehmen wir uns sehr viel Zeit, die Kundenanforderungen im Detail kennenzulernen und entwickeln dabei auf Basis dieses Inputs die optimale Lösung, das optimale Maschinenkonzept. Dabei haben wir im Hintergrund eine starke Mutter, die es uns auch erlaubt, große Projekte problemlos zu stemmen. Wir wollen die Flexibilität und den vergleichsweise günstigen Arbeitsraum eines Roboters mit der Steifigkeit und der Präzision einer Werkzeugmaschine verbinden. Dadurch können besonders große und geometrisch anspruchsvolle Bauteile kostengünstig und effizient bearbeitet werden. Die vom Kunden gestellte Aufgabe war, dass wir hier am Werkstück exakte geometrisch bestimmte Teilschnitte ausführen. Wir können hier Längsschnitte durchführen und auch Querschnitte und haben selbst die Möglichkeit, hier in bestimmten Parametern auch nochmals zusätzliche Schnitte zu machen. Und wir unterteilen dann dieses komplette Werkstück in verschiedene Einzelteile. In der Anwendung hier ist ein QKK 180 in Foundry-Ausführung eingesetzt, mit der Besonderheit, dass die QK Siemens-Schnittstelle MX Automation bzw. Run My Robot integriert ist. Also der Roboter macht alles, was hochflexibel und von der Positionierung sein muss. Das heißt, der Roboter entnimmt das Werkstück, positioniert das, legt es ab, macht an unserer Maschine dann auch Drehbewegungen von der Spannvorrichtung und am Ende die Vorschubbewegung für die Bearbeitung. Also wir haben hier ein ganzheitliches System implementiert, alles über den Roboter ausgeführt. Die Vorteile der Schnittstelle liegen darin, dass der Maschinenbediener die Zelle und den Roboter über die Schnittstelle Synumeric Operate bedienen kann. In diesem Fall ist es so, dass die Bediener in der Regel versiert sind im Umgang mit der Siemens-Steuerung und so die Zelle und die Anlage wieder schnell in Betrieb nehmen können. Dadurch erhöht sich die Verfügbarkeit. KUKA-Roboter sind robust und zuverlässig. Und vor allem bei der Entwicklung neuer Produkte orientiert sich KUKA stark am Markt. In diesem Fall zum Beispiel ermöglicht die neue Schnittstelle zwischen KUKA und Siemens eine Bedienung einer Roboterzelle wie eine Werkzeugmaschine. Das ist für den Kunden ein großer Nutzen und für uns als Anlageninbetriebnehmer, Anlagenbauer bietet es ganz andere Möglichkeiten, die Zelle zu programmieren. Also die Vorteile der Schnittstelle liegen vor allem darin, dass wir komplett in der Siemens 840D Solution Line programmieren können, dass die Bediener und die Programmierer kennen aus ihren Werkzeugmaschinen und wir eben über diese Schnittstelle dann nur Punkte an die Robotersteuerung, die von den Robotern angefahren werden, und wir haben hier die Möglichkeit, dass wir lineare Bewegungen, Vorschubbewegungen durchführen können. Orange Intelligenz.